Hallo Leute und willkommen zur zweiten Folge von meinem Stoffbinden-FAQ. Und zwar soll es diesmal um die Frage gehen, wie finde ich die richtigen Stoffbinden für mich? Das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, die ich auch so unter meinen Videos bekomme. Deswegen möchte ich endlich diese Frage versuchen, zumindest etwas zu beantworten, denn es ist gar nicht so einfach. Das muss ich nämlich gleich zu Anfang sagen. Es ist eine so individuelle Entscheidung und es gibt da keine pauschale Antwort, die ich einfach jedem schreiben kann. Deswegen fällt es mir auch da immer so schwer, auf diese Kommentare zu antworten, beziehungsweise auch dieses Video zu drehen, weil es mich selbst ein bisschen unzufrieden zurücklässt, weil ich euch da keine richtige oder falsche Antwort drauf geben kann. Ich kann euch im Prinzip nur Tipps und Anregungen dazu geben, wie ihr selber darauf kommt, welche ihr braucht, und das werde ich in diesem Video versuchen. Ich habe mich selber auch ein bisschen im Internet informiert, einfach mal auf YouTube geschaut, und da habe ich ein paar Videos gefunden, die ich euch unten in der Infobox verlinke, und ich habe zum Beispiel auch auf der EcoDreams Webseite im Blog einen Artikel dazu gefunden, den ich euch auch verlinke. Das sind halt alles Sachen auf Englisch, deswegen schadet es, denke ich, nicht, wenn ich da jetzt einfach nochmal ein deutsches Video dazu mache und meine Gedanken dazu verbreite. Widmen wir uns erstmal der ersten Hälfte der Frage, und zwar, wie finde ich die richtigen Stoffbinden für mich? Ich habe das in drei Punkte untergliedert, und zwar muss man da auf die Größe, also die Länge und Breite achten, die Stärke und die Stoffe, die darin verwendet sind. Diese drei Punkte sind erstmal die Basics, aber so die grundlegendsten Sachen habe ich ja auch schon in meiner ersten Folge angesprochen. Das heißt, wenn ihr darüber noch nicht Bescheid wisst, schaut da gerne auch vorbei. Ich habe euch zuerst mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr auch ein bisschen was als Anschauungsmaterial habt. Und ja, ihr könnt ja einfach hier schon mal ein bisschen die Unterschiede sehen. Aber ich werde das am Ende, wenn ich über die Punkte Größe, Saugstärke und Stoffe gesprochen habe, nochmal direkt an denen erklären und auch noch ein paar mehr zeigen. Okay, also Nummer 1 wäre die Größe. Da geht es nicht nur um die Länge, sondern auch um die Breite, und beide Punkte möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen. Bei der Breite ist es eigentlich relativ simpel. Am besten orientiert ihr euch daran, was für Unterhosen ihr tragt. Wenn ihr eher welche mit einem breiteren Schnitt tragt, dann sind natürlich auch breitere Pads eher was für euch. Wenn ihr welche, die eher schmaler geschnitten sind, lieber tragt, dann sind natürlich schmälere Pads für euch optimaler, aber es liegt auch teilweise an der Körperform und bei mir zum Beispiel auch an der Tageszeit. Ich trage tagsüber andere Pads als über Nacht, und da könnt ihr euch auch dran orientieren. Da wäre es vielleicht auch ratsam, euch an euren Wegwerfbinden, wenn ihr die schon benutzt, mal zu orientieren und zu schauen, was trage ich da eigentlich? Etwas Breiteres, etwas Schmaleres, passt mir das so, wie es ist? Oder hätte ich eigentlich lieber was Breiteres, aber das gibt es bei Wegwerfbinden nicht. Da kann man bei Stoffbinden ziemlich gut drauf eingehen. Und ich möchte euch da auch noch einen Trick zeigen. Wenn ihr euch nämlich am Anfang nicht so ganz im Klaren seid, was für euch besser ist, schmäler oder breiter, oder wenn es bei euch so ist, dass ihr unterschiedliche Unterwäsche tragt, dann gibt es auch welche, die haben zwei Snaps. Und da ist es dann so, dass ihr die Breite auch einstellen könnt, also eher etwas breiter, oder eben auf dem zweiten Snap wird es dann auch etwas schmäler. Und es gibt viele Shops, die diese Option anbieten, und bei manchen kann man das auch einfach anfragen und dann machen die das für euch. Noch einen kleinen Randtipp: Unterhosen sind auch wirklich ein wichtiges Instrument. Das heißt, wenn ihr Stoffbinden tragt, solltet ihr auch wirklich gut sitzende Unterhosen tragen, wenn wir gerade schon beim Thema sind. Bei den Längen ist es auch so, dass meine Quellen, die ich so durchgelesen habe, auch empfehlen, dass man sich an den Wegwerfprodukten erstmal orientiert. Das heißt, wenn ihr eher jemand seid, der halt viel kürzere Pads trägt oder total lange, oder es eben Tag und Nacht unterschiedlich macht, dann könnt ihr das auch erstmal bei Stoffbinden so probieren, und ihr werdet dann schnell merken, ob das für euch passt oder nicht, oder ob ihr nicht vielleicht längere ausprobieren solltet oder kürzere. Und da ist natürlich aber auch wichtig, es funktioniert natürlich nur, das so zu übertragen, wenn ihr mit euren Wegwerfprodukten bis jetzt zufrieden seid. Seid ihr das nicht, dann wäre es natürlich sinnvoll herauszufinden, was euch nicht zufrieden stellt, und das bei den Stoffbindern umzusetzen. Wenn ihr zum Beispiel immer hinten runter blutet, dann könntet ihr bei den Stoffbinden einfach auf längere zurückgreifen, weil da gibt es nämlich eine unendliche Auswahl und eigentlich ist jede Länge verfügbar, was bei Wegwerfbinden ja nicht unbedingt so ist. Wie ich schon sagte, liegt es auch ein bisschen am Körperbau. Manche sind einfach nicht so breit und nicht so lang sozusagen, und dann tendieren die eher zu kleineren Pads. Wenn ihr zum Beispiel noch sehr jung seid, eher so im Teenageralter, dann ist man meistens ja auch noch ein bisschen kleiner und schmaler. Dann rentiert es sich eher, erstmal kleinere Pads auszuprobieren. Wenn man dann ein bisschen älter ist, beziehungsweise einfach der Körper sich ein bisschen verändert, dann kann es natürlich sein, dass ihr immer noch schmal seid, oder es hat sich eben so verändert, dass man dann vielleicht eher längere oder breitere nimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass man im Teenageralter schon breite und lange benutzt. Also
Da merkt ihr, dass es eben so individuell ist, dass ich euch da keine Musterlösung geben kann, sondern ich kann euch einfach nur ein paar Hinweise geben, damit ihr in die richtige Richtung steuert. Gut, dann haben wir die Größen, denke ich, soweit ganz gut abgedeckt. Dann kommen wir weiter zum nächsten Punkt, und zwar die Saugstärken. Da ist es auch wieder so, am besten orientiert ihr euch erstmal an den Wegwerfbinden, die ihr benutzt. Wenn ihr natürlich eher jemand seid, der Tampons benutzt, dann wird es ein bisschen schwierig. Da muss man ein bisschen ausprobieren, genauso wie man es auch machen kann, wenn man sowieso schon Binden benutzt. Aber vielleicht rentiert es sich auch, erstmal ein paar Wegwerfbinden zu benutzen und auszuprobieren, bevor man dann sich Stoffbinden kauft, weil man dann doch die Länge und die Saugstärke ein bisschen anders einschätzen kann. Wobei ich da auch gleich einwenden muss, dass Stoffbinden im Normalfall, was meine Erfahrung zumindest betrifft, wesentlich saugfähiger sind, wenn man wirklich in die sehr, sehr, sehr saugfähigen Kategorien geht. Das heißt, da ist die normale Wegwerfbinde nicht unbedingt die richtige Referenz dafür. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Saugstärke. Grundlegend kann man sagen, es gibt Liner. Das sind eben eher so Slip-Einlagen, die man jeden Tag trägt. Die haben keinen Saugkern in der Mitte. Dann gibt es Lightpads, die haben nur eine oder zwei Schichten, die wirklich nicht sehr viel Blut aufnehmen. Also die sind eher so für den Anfang oder das Ende der Tage gedacht. Oder wenn man sie als Backup, also als Schutz bei Tampons oder einer Menstruationstasse benutzen möchte, falls was daneben geht, dann gibt es die Moderate Pads. Das sind dann welche, die man eher so tagsüber trägt, wenn man eine nicht so starke Blutung hat, aber doch eine Blutung eben. Dann gibt es die Heavy Pads, die man dann benutzt, wenn man eben eine starke Blutung hat, auch eher so über Tag. Und dann gibt es eben die Overnight Pads oder Postpartum Pads, die man für über Nacht oder dann eben nach einer Geburt trägt. Und das sind dann wirklich mit sehr viel Saugkern. Und die sind meiner Meinung nach wesentlich saugfähiger wie alle Wegwerfbinden, die ich bis jetzt probiert habe. Jede Marke hat da so seine eigenen Bezeichnungen. Das könnt ihr vergleichen mit den Tropfen, die Wegwerfbinden außen auf der Packung hat. Aber wie gesagt, da hat jeder Shop so seine eigenen Markierungen, um das klar zu machen, welche Binde welche ist. Das ist eben so, dass Stoffbinden nicht standardisiert sind, sondern dass es da eben so eine riesen Auswahl gibt. Und deswegen gibt es da auch kein Verfahren wie mit den Tröpfchen oder so. Aber das lernt man mit der Zeit, keine Sorge. Bei der Saugstärke muss man sich auch wieder bewusst werden, wie man die Stoffbinden eigentlich verwenden möchte. Also möchte man die jeden Tag tragen und auch während der Periode oder nur während der Periode? Und wie stark ist meine Blutung und was benutze ich jetzt aktuell und wie hält es? Und dadurch kann man dann darauf schließen, wie man das bei Stoffbinden machen sollte. Um kurz darauf einzugehen, wenn man sie jeden Tag tragen möchte, dann empfiehlt sich natürlich eher ein Liner oder ein Lightpad, die nicht wirklich einen Saugkern haben, weil es natürlich auch dann relativ warm wird, je mehr Schichten man sozusagen hat. Und deswegen ist das eigentlich die einfachste Möglichkeit. Und wenn man dann eben während der Tage Stoffbinden tragen möchte, dann würde ich mich definitiv daran orientieren, was ihr eben bis jetzt so benutzt. Wenn ihr tagsüber zum Beispiel die ganze Zeit so Regular Pads benutzt, die eben so 2-3 Tropfen haben, dann könntet ihr jetzt eben auch davon ausgehen, dass ihr eher so Moderates braucht. Wenn ihr nachts dann diese Overnight Pads tragt, die 4-5 Tropfen haben, dann würde es sich jetzt auch empfehlen, dann eben ein Heavy Pad zu nehmen. Und ich finde, man kann da mit der Länge auch ziemlich viel rausholen. Also es kommt nicht immer nur auf die Saugstärke drauf an. Wenn ich dann später auf die Anzahl zu sprechen komme, dann werde ich da auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil es eben auch auf seinen eigenen Zyklus drauf ankommt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar um die Oberflächenstoffe. Die Rückseitenstoffe habe ich in der letzten Folge schon angesprochen, das heißt, die werde ich jetzt einfach mal außen vor lassen, weil es soll ja jetzt wirklich nur so um die Basics gehen. Bei den Oberseitenstoffen gibt es eigentlich zwei große Kategorien, nämlich einmal künstliche Oberflächenstoffe und natürliche Oberflächenstoffe. Zu den natürlichen Oberflächenstoffen gehört sowas wie Baumwolle oder Bambus. Bambus ist meistens eher so ein Bambuvelor, also so ein weicher Stoff. Und bei den künstlichen Stoffen ist eben eher sowas wie Polyester dabei. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also ich werde da auch noch mal ein ganzes Video über Oberflächenstoffe machen. Das heißt, ich möchte es nur kurz anreißen. Ein paar Vorteile von den natürlichen Stoffen ist logischerweise, dass es ein natürlicher Stoff ist. Das heißt, es ist etwas atmungsaktiver und es ist kein Plastik. Und ein Nachteil könnte sein, dass einfach Flecken leichter drinnen bleiben und man sie eventuell eben extra behandeln muss. Bei den künstlichen Stoffen ist es so, dass sie eben tendenziell eher wärmer sind. Es ist natürlich meistens dann ein Plastikanteil drinnen. Wenn man da natürlich diesen ökologischen Aspekt betrachtet, dann sind diese künstlichen Oberstoffe natürlich nicht unbedingt die Wahl. Aber ein Vorteil ist, dass die meisten eben fleckenresistent sind. Das heißt, Flecken gehen entweder wesentlich leichter raus oder bilden sich gar nicht. Und das kann natürlich auch von Vorteil sein. Außerdem sind
sind viele Stoffbinden, die aus diesen künstlichen Stoffen gemacht sind, auch relativ einfach und günstig zu produzieren und haben manchmal deswegen auch einen Preisvorteil. Dann gibt es auch Unterschiede in der Saugfähigkeit von den Oberflächenstoffen. Dieses Bambu-Velour, was ich euch beschrieben habe und euch gleich auch zeige, das ist eher gut saugfähig, genauso wie so ein Viking-Jersey, was man bei so Sportoberteilen benutzt. Das ist dann eben eher ein künstlicher Stoff. Das ist eben auch sehr schnell absorbierend, was dazu führt, dass man nicht so ein feuchtes Gefühl hat. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil, was man jetzt bei Wegwerfbinden nicht hat, dass man sich die Stoffe aussuchen kann, was man denn lieber möchte. Und vor allem weiß man meistens dann auch, was wirklich in den Stoffbinden drinnen ist und nicht so wie bei den Wegwerfbinden, wo das im Normalfall nicht wirklich deklariert ist. So, jetzt kommen wir wieder zu meinen drei Beispielpads, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und zwar seht ihr schon hier eine Varietät an den verschiedenen Sachen. Einmal haben wir hier einen von diesen Linern, die man eher benutzt, wenn man jeden Tag Slip-Einlagen trägt und dann eben die durch Stoff-Slip-Einlagen auswechselt. Das ist wirklich ein sehr dünner Stoff. Das ist nur eine Oberfläche aus Baumwolle und hinten ein Fließstoff und ist auch wirklich sehr schmal von der Breite und eben sehr klein. Und da kann man sich eben auch orientieren an seinen Slip-Einlagen, wenn die eben diese Länge ungefähr haben und das für einen funktioniert, dann könnte das mit Stoffbinden eben auch funktionieren. Im Gegenzug dazu haben wir hier ein Moderate Pad. Das hat eben ein paar mehr Saugschichten, ist auch, wenn man es zusnappt, ein bisschen breiter. Das zeige ich euch auch gleich. Also hier könnt ihr den Unterschied sehen und natürlich gibt es auch eine große Längendifferenz. Dann kommen wir zu dem größten von meinen Beispielpads. Das ist ein Overnight Pad, was ich auch wirklich gerne in der Nacht trage. Ich verlinke euch auch mal mein Top 5 Overnight Pads Video. Da kommt dieses nämlich auch vor. Und das hier ist, wie ihr sehen könnt, wesentlich länger und auch wesentlich breiter als die anderen. Was für mich aber über Nacht auch wirklich notwendig ist. Das heißt, ihr seht, man kann eben auch an unterschiedlichen Tageszeiten oder zu unterschiedlichen Situationen verschiedene Längen und verschiedene Stärken und verschiedene Breiten bevorzugen. Außerdem ist dieses große Pad hier eben mit diesem Bambu-Velour. Das ist ein sehr weicher Stoff und es ist eben viel saugfähiger als diese Baumwolle hier. Da bleibt manchmal das Blut einfach ein bisschen oben drauf, statt direkt reinzusinken, vor allem dann, wenn es sehr voll wird. Und deswegen bevorzuge ich für über Nacht auch dieses Bambu-Velour. Und bei den natürlichen Stoffen, ich habe hier auch nochmal ein Baumwollpad, das könnt ihr vielleicht sehen, dass man hier noch ein bisschen Flecken sieht und hier dieses Verfärbte ist eigentlich auch ein Fleck. Ich meine, die sind gewaschen, aber trotzdem sieht man es und manche Leute stört das und deswegen habe ich euch das jetzt einfach mal an diesen natürlichen Materialien zeigen wollen. Dann kommen wir zu einer Reihe Binden, die aus künstlichen Stoffen gemacht sind, die ich euch auch einfach mal vorstellen wollte. Und zwar habe ich hier eins, das wirklich nur hier drinnen so einen Saugkern hat und an der Seite ist ein POL, das ist eben das, was verhindert, dass da die Flüssigkeit durchgeht. Und das hier ist irgend so ein Polyesterstoff, der sehr weich ist, aber auch sehr warm, aber dafür fleckenresistent. Also ihr könnt ja sehen, dass da jetzt keine Flecken drauf sind. Dann habe ich hier ein Heavy Pad mit Minky oben. Das ist auch ein sehr, sehr flauschiger Stoff, der so ein bisschen längere Fusseln hat, wenn man das so sagen kann. Bei dem Stoff habe ich auch noch nie Flecken gehabt, aber es ist natürlich auch wieder sehr warm. Und dadurch, dass es eben so Flusen hat, ist es auch dicker als normale Pads, die eher einen Baumwollstoff oder sonst irgendwas oben haben. Dann habe ich hier dieses Pad, das ist eben dieses Viking Jersey, was bei Sportklamotten benutzt wird, damit die Flüssigkeit möglichst schnell weg vom Körper kommt. Und da funktioniert das eben auch sehr gut. Und dieses Pad ist übrigens von EcoDreams, was ich am Anfang des Videos auch schon erwähnt habe. Dann habe ich noch dieses Heavy Pad hier, das ist mit Suede Cloth oben. Das ist von den künstlichen Stoffen jetzt das am wenigsten weicheste, würde ich sagen. Aber es macht super dünne Pads und es bleiben keine Flecken und die Flüssigkeit geht wirklich super schnell in den Kern. Das heißt, man hat mit dem hier auf jeden Fall auch dieses feuchte Gefühl nicht. Wenn euch jetzt alle diese Tipps nicht weitergebracht haben oder wenn ihr noch nie Binden oder Tampons benutzt habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal ein bisschen auszuprobieren und mal verschiedene Sachen zu bestellen. Und dann werdet ihr mit Sicherheit irgendwann rausfinden, was für euch passt. Das ging mir im Prinzip ähnlich. Ich habe auch einfach mal alles Mögliche bestellt, einfach ein bisschen ausprobiert und dann kam ich letztendlich auf meine optimalen Längen, Saugstärken und Stoffe und da solltet ihr auf jeden Fall keine Angst haben, wenn ihr jetzt mit meinen Ratschlägen nichts anfangen konntet. Es mag natürlich ein bisschen blöd klingen, so viel ausprobieren zu müssen, aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, in dem ich euch ein paar grundlegende Tipps gebe, wie ihr vielleicht am besten anfangen könnt mit Stoffbinden, damit ihr nicht so viele Enttäuschungen erlebt und auch der finanzielle Rahmen nicht gesprengt wird. So,
nachdem ich über den ersten Teil, und zwar wie finde ich die passende Stoffbinde für mich, schon so lange referiert habe, habe ich mich jetzt doch spontan entschlossen, dieses Video in zwei zu teilen. Und die nächste Frage, wie viele brauche ich eigentlich, werde ich in der nächsten Folge beantworten. Das heißt, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr etwas daraus mitnehmen könnt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn noch Fragen offen geblieben sind. Dann hoffe ich, dass ich euch die da beantworten kann oder in einer meiner nächsten Folgen. Und dann habt ihr wie immer hier an der Seite zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Schaut auch gerne mal in meiner Facebook-Gruppe vorbei oder auf meinem Instagram-Profil. Da könnt ihr mir auch Privatnachrichten schreiben, wenn ihr das nicht in den Kommentaren machen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss!